Okay. Alles klar. Maggie, ich mach keinen Run mehr ohne dich, wenn wir nicht direkt mit Schaden anfangen. Ja, so schön der Anzug auch ist. Das ist mir ein bisschen zu krass. Das muss besser sein am Anfang. Viel besser. Da tut mir echt der Daumen weh. Ja, ja, klar, es ist ein Damage Upgrade, aber... Ja, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir irgendwie aus irgendeinem Grund ziemlich viel Schaden raus. Es ist zwar ein Schadensupgrade. Nee. War ein Schadensupgrade, aber unsere Tiere sind so dermaßen langsam. Das muss besser werden. Ja, ich denke, im Pentagramm kann man starten. Hier liegt zwar auch wieder nur Scheiße, aber na gut. Immerhin ist Pentagramm ein Damage Upgrade. Und das sind die Dinge, die wir am Anfang suchen. Schade, wir kamen weit. Der eine Devil Deal war dann aber too much. Vielleicht hätten wir nicht eingehen sollen. Weil das, was wir hatten, eventuell nicht so schlecht war. Auf der anderen Seite war es halt alleine wegen des Schadens sehr, sehr, sehr mies. Und dementsprechend... Ja, ich dachte mir schon, dass die von allen Seiten kommen. Oh, das ist ja erst Welle 5. Vielleicht sollten wir die Speed-Up-Pille einfach mal nutzen, dann habe ich nämlich besseres Movement. Deutlich besseres Movement. Okay, 6 Sekunden noch. Das sollte reichen, um fast alles zu beseitigen. Bis auf eine Spitze. Aha, jetzt sehen wir sie gleich nochmal, wie sie alle verschnaufen werden. Sehr süß. Und sehr fair. Guter Nerf. Sie sind immer noch kacke ohne Ende, ne? Weil ich diesen Gegner zum Beispiel nicht töten kann. Ich kann den Gegner nicht töten, weil sie ihn einfach einkreisen. Weil ich deswegen nicht attackieren kann. Alles klar. Oh, geht mir dieser Modus auf den Sack? Was soll das? Die sind mit Nerf genauso kacke wie vorher. Ich krieg die nicht down. Alter, echt jetzt? Das macht doch keinen Spaß so. Wow, ey. Das war echt super uncool gerade. Also solche Champions-Gegner, du kannst sie noch gar nicht töten. Also du hast noch gar nicht genug Schaden, um solche Gegner zu töten. Und dann sowas, ey. So, das ist der Boss, der nur Spinnen spawnt, ne? Oh. Und normal schießt. Okay. Aber definitiv ansonsten nur Spinnen spawnt. Das meine ich. Bin im nächsten nicht tot. Weißt du schon gar nicht, ob es sich überhaupt noch lohnt, ne? Manche Wellen sind einfach unfair. Das ist ja auch so, ne? Das ist sehr schade. Lusty Blood ist ziemlich nice.
Ach, klar. Duke of Flies mit Envy. Also, für alle, die das nicht kennen, je mehr Gegner wir in einem Raum töten, desto mehr Schaden machen wir. Ich kann gleich mal gucken, wie hoch das stackt mit der Anzeige. A new pill. Wie habe ich das jetzt freigeschalten? Was war das denn jetzt? Oh, 10 Schaden ist gut. Oh, holy shit. Oh, holy shit, ladies and gentlemen. Das Risiko gehe ich ein. Das Risiko gehe ich ein, weil das könnte jetzt richtig... Okay, also wir haben 5,19, es ist auf 10 hochgestackt. Das lohnt sich. Hallo, Nightmare Foxy. Das lohnt sich. So. Das kann sich... Ach, das wird sich lohnen. Oh yeah, Tears Up gibt's auch nochmal oben drauf. Sehr schön. Okay. Je mehr Gegner wir jetzt töten, desto höher stackt das eben. Bis 5 Schaden extra. Und jetzt, wo wir Incubus haben, also den Freund von Lilith, sieht es sehr gut aus. Weil das halt dasselbe ist. Also die beide machen jetzt diesen Schaden. Oh, das ist schon geil. Also jetzt vielleicht noch ein bisschen Tears Up, rote Tränen. Und dann könnte das tatsächlich eskalieren. Das ist doch erstmal schon eher was, was mir Spaß macht. Weil es jetzt auf einmal, nicht weil es irgendwie besonders stark ist. Nein, das ist es gar nicht. Aber die Tatsache, dass es möglich scheint. Einfach nur, dass es möglich, also machbar scheint. Gibt Motivation für so einen Run. Okay, alles klar. Das war wohl gerade die große Trollwelle. Ja, ganz ehrlich, gar nicht so schlecht, dass wir gerade aus Versehen das Ding gedrückt haben, weil Megafetti hätten wir in der Zeit eh nicht getötet. Geht eigentlich. Okay, Schaden ist halt wirklich ganz nice. Oh, Blinded Ovum. Triple Sloth. Ja, ist okay. Ich kann jetzt wahrscheinlich eh keinen Devil Dean mehr machen. Aber was soll's. Tatsache, dass es gerade recht schnell geht, gefällt mir... Oh, doch, hat sich gelohnt. Wir riskieren's. Question Marks und Perks. No one cares. Aber ich care, wenn der Lambert-Fan zum 15. Mal Sub... Schön. Ich habe gerade eine neue Pille freigeschalten. Ich weiß nicht wie, wie gesagt. Aber ich habe es getan. Leider keine Bombe hier. Wow. Die Bienen, das hat sich ja gelohnt. Hallo Jack. Ich kenne dich schon seit circa 2 Jahren. Und nur durch dich habe ich dieses Spiel gefunden. Ich danke dir vielmals für deine Streams. Ich kenne auch außerdem fast alle Items. Nochmal danke. Ja, freut mich, Foxy. Freut mich sehr. Wir könnten jetzt Folgendes tun. Und zwar auf eine Bombe rollen. Oder merken, dass wir Wachstumshormone finden, die ich super gerne gehabt hätte, aber alles ziemlich useless ist. Mach's gut, Kalafa. Oh, nochmal. Okay, komm. Jetzt gebe ich sogar noch ein Blackheart auf. Für nichts. Ja, eine Bombe hinter Steinen. Wirklich witzig. Schade, das hat sich ja mal so gar nicht gelohnt. Hallo Graver, grüß dich und guten Abend. Schade, 2 Soulstones liegen lassen. Und wir können nichts machen. Oh. Hahaha, das Treatment. Nee. Ah, oh, das Buch ist nicht uninteressant. Das Buch ist nicht uninteressant. Okay, let's see.
Ich sage, das ist der Run, in dem wir mit Maggie tatsächlich fertig werden. Also den Charakter beenden. Das ist der Run. Das muss der Run sein. Wenn es der nicht ist, dann ist es ziemlich RIP. Okay, das finde ich jetzt auch ziemlich geil. Hahaha, es ist schon wieder Fieberabend, ey. Ich glaube es nicht. Ich grüße dich. Vielen Dank, dass du wieder gesubbt hast hier. Ich hoffe, ist die Serie jetzt wirklich gerissen? Hast du die Serie reißen lassen? Oder ist es nur ein Anzeigebug wegen Twitch Prime? Ich hoffe letzteres. Ansonsten wäre das sehr, sehr, sehr schade. Ja, aber schadenstechnisch läuft's. Und Incubus ist halt im Greed-Mode mega nice. Serie ist leider gerissen. Oh Mann. Das ist sehr schade. So. Oh, Sister Viz. Na geil. Doppelt! Sehen wir hier gerade ein Doppel-Sister Viz? Alter, really? Ja, geil. Holy shit. Okay, das ist wirklich ein sehr heftiger Devil Deal. Ich finde die immer noch viel zu krass. Die Deaths-Ebene viel zu krass. Junge, Junge, Junge. Okay, was bist du? Dich kenne ich gar nicht. Ich glaube, dich hatte ich noch nie. Soll ich dich nehmen? Ich weiß nicht, was du machst. Little Horn. Science. Das ist das Horn von Little Horn? Ach, echt? Okay. Interessant. Das will ich auch nicht so wirklich. Wir sind morgen einfach nur privat da. Ja. Ich denke mal auf jeden Fall wegen Tears Up. Squeezy wäre auch toll gewesen. Können wir uns aber nicht leisten. Ja, X-Avenue, ich freue mich schon drauf. Es wird super. Stell dir mal vor, bei Ultra Greed seine Greeds, die er spawnt, töten. Wie viel Damage würdest du da machen? Wie gesagt, das stackt nur um 5 Damage hoch. Damit man genau sowas nicht machen kann. Also sowas Krankes oder so. Also stackt um maximal 5 Damage-Punkte hoch. Und dann ist Schluss. Prayer Card? Und Bomben, naja, immerhin, warum nicht? Jesus Juice ist soweit so gut. Kann ich jetzt mit den Bomben auch was anfangen? Nicht wirklich, ne? Ah, das hat sich ja gelohnt. Ah, Little Horn, ich sehe schon, da gibt es einmal so einen komischen anderen Effekt, sag ich mal. Ja, Fieber. Du kannst morgen mit mir anstoßen, tatsächlich. Oh, okay. War das gerade ein Durch? Also so ein Piercing-Shot-Effekt mäßig? Alter. Oh, der Schuss von Little Horn gefällt mir. Das Einzige, was ich jetzt immer noch nicht weiß, und das dürft ihr mir jetzt gerne sagen, weil ich ansonsten sowieso nachgucke, wie habe ich gerade diese Pille freigeschalten? Was ist passiert? Das Achievement heißt A New Pill. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Irgendein Gegner getötet und plötzlich kam das.
Ich sollte vielleicht aufhören, dauernd in die Suppe zu laufen, Mann. Okay, euch beide doppelt finde ich jetzt nicht so wild. Außer man macht sowas, dann ist es Bullshit. Oh, doppelt... Wie bitte? Nicht euer Ernst. Doppel-Cage und Super... Und Super-Wrath ist nicht euer Ernst. What the fuck, man? Und das war nicht mal der Devil-Deal. Stand nicht Pill, sondern Pull? Was? Ein Quatsch. Sin Collector. Eine neue Pille is arrived. Sin Collector heißt das Achievement. Das könnt ihr jetzt mal nachschauen. Kommt wieder Skolex. Ja, ne? Oh, in seiner Ne. Doppel-Champion Skolex. Sag mal, was ist denn mit dem Spiel? Ich hab doch dieses Scheiß... Ich hab doch kein Championship-Belt oder sowas. Was soll das? Wie krank. Ich weiß auch nicht genau, warum ich jetzt einen Devil-Deal mache. Es kann eigentlich nichts Gutes drin sein. Na doch, theoretisch natürlich Herzen. Oh, ich finde Lil Hornschuss schon ziemlich nice, muss ich sagen. Oh, die Double Champions Golex, als wäre er Single nicht schon anstrengend genug, ey. Okay, einer ist tot. Oh, ist der Boss bescheiden? Oh mein Gott. All in, oder? Ja, Double Frail. Ja, alles das Gleiche. Du hast alle Sünden besiegt seit Afterbirth Plus. Als ob ich Envy seit wir spielen noch nicht besiegt habe. Als ob. Als ob. Aber okay. Alles klar. Alle Sünden besiegt. Nur von mir aus. So. Blind Tears. Und nochmal HP ab. Extra Life, interessant. Extra Life ist nicht schlecht. Ach, wobei, ganz ehrlich, wenn du beim ersten Mal den Boss nicht schaffst, schaffst du beim zweiten Mal auch nicht, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig. Sister Viz wieder, weißt du, als normale Gegner hier. Ich halte das immer noch für den größten Bullshit, den sie hätten machen können. Nochmal! Jetzt hab ich. Ne, jetzt reicht's. Also jetzt reicht's. Zweimal Sister Viz hintereinander. Zweimal. Klar. Das macht total Spaß. Echt über die bekackte Stoppuhr, also über... Oh. Oh.
Quatsch, ey. Was war das schon wieder? Aber dann kommt Little Horn als Boss, weißt du? Klar, Little Horn und Envy kommen als Boss. Auch wenn es Doppel-Envy ist, ist es trotzdem Bullshit. Aber mittendrin als ganz normale Gegner Doppel-Sister-Biss. Also, nee. Bei aller Liebe, das ist nicht balanced. Das ist nicht balanced, sondern Bullshit. Holy shit, Mann. Alles klar, vierfacher Cage. Das ist harter Tobak. Aber vierfacher Cage ist leichter als vierfach Sister Viz. Völlig bescheuert. Der Sin Collector ist ein verbuggtes Achievement. Eigentlich soll das proggen, wenn du das Bisterry voll hast. Aber wie gesagt, ist momentan verbuggt. Aha. Verstehe. So, das Bisterry ist das also. Ja, ich denke nicht, dass sich's lohnt, weil, wie gesagt, ich schaff's beim ersten Mal nicht, ich schaff's beim zweiten Mal auch nicht. Okay, die Tiers ballern jetzt. Die Tiers ballern. Okay, Curse of the Unknown, na das ist ja super. 2x Bomben, was soll das denn? Na, nochmal Tiers, da brauchen wir nicht. Noch einmal Schaden wäre ganz hübsch. Der Dice kommt zu spät. Messer. Doppelmesser. Wie gut ist Doppelmesser jetzt? Nicht gut, ne? Wir haben schon mal, glaube ich, wir hatten sowas ähnliches schon mal. Ich glaube, Doppelmesser war nicht gut. Ich glaube, macht doch keinen Sinn mit dem Bilder, was wir haben. Ah, yay, ja. Hier. Das ist doch Bullshit. Ich habe 2 Sekunden für Super Envy. Also das Balancing ist einfach so Müll. Oh, hab ich die Schnauze voll. Ja, das ist alles total fair und logisch. Ja, jetzt sterbe ich halt. Ich sterbe einfach. In der fucking Ebene. Total balanced. GG. Das war so ein gutes Build-up. Und dann so ein Bullshit gerade. Das Bisterry haben wir safe nicht voll, ne? Nee, haben wir nicht. Das war einfach Bullshit. Edmund McBalance. Aber hallo. Das war der Run, womit ich hätte durchspielen sollen. Das war der Run. Und was ist passiert? So ein Bullshit, ey.